kann die Shein E58 Drohne tatsächlich mit Modellen der Mavic Pro Serie mithalten? Das finden wir heute zusammen raus. Let's go! Hallo und willkommen zu einem neuen Praxistest auf drohne-check.de. Wir schauen uns heute eine Einsteigerdrohne von Shein, die E58, genauer an. Dieser kleine Quadrocopter verfügt über faltbare Rotorenarme und aufgrund seiner gegebenen Kompaktheit passt diese kleine Drohne in nahezu jeden noch so kleinen Reisekoffer. Zusammengeklappt ist der Quadrocopter ungefähr 12 cm lang, 8 cm breit und knapp 3 cm hoch. Wie wir hier bei diesem direkten Vergleich sehen, hat sich der Hersteller der Shein E58 Drohne sehr stark an dem Design der Mavic Pro Serie orientiert. Sowohl die Vorderseite der Drohne als auch das Design von oben ähnelt wirklich sehr stark der Mavic Pro Serie. Die Fernsteuerung liegt gut in der Hand und macht für eine Drohne dieser Preisklasse auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich möchte euch nur ganz kurz die wichtigsten Tasten hier auf der Vorderseite erklären. Wie die Fernsteuerung als auch die App der Shein E58 Drohne funktioniert, könnt ihr hier in dieser deutschen Bedienungsanleitung nachlesen. Diese habe ich für euch eingescannt und als PDF-Datei auf meiner Seite zum Download bereitgestellt. Den Link zum Herunterladen dieser deutschen Bedienungsanleitung findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Hier in der Mitte befindet sich der Knopf zum Ein- als auch Ausschalten der Fernsteuerung. Wenn die Drohne mit der Fernsteuerung gekoppelt ist, können wir mit diesem Knopf hier die Drohne in die Luft befördern. Wenn wir mit der Drohne landen wollen, drücken wir einfach diesen Knopf hier. Weiterhin bietet die Fernsteuerung insgesamt 4 verschiedene Trim-Tasten, 1, 2, 3 und 4. Mit diesen Tasten können wir die Drohne in der Luft kalibrieren. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn die Drohne zu stark nach vorne wegdriftet, dann müsst ihr die Trim-Taste nach hinten drücken, damit sozusagen das nach vorne Abdriften ausgeglichen wird. Wenn die Drohne jetzt nach links abdriftet, dann müsst ihr die Trim-Taste nach rechts drücken. Wenn du möchtest, dass ich die Fernsteuerung, die App, als auch alle verfügbaren Flugmodi nochmal genauer in einem extra Video vorstelle, dann schreibe es mir in die Kommentare und gib dem Video außerdem einen Daumen nach oben. An der Unterseite der Fernsteuerung haben wir außerdem ein Fach, das wir ausziehen können. Hier kommt dann unser Smartphone rein. Die Drohne bringt eine HD-Kamera mit der Fotos und Videos aufgenommen werden können. Die Neigung der Kamera kann nicht über die Fernsteuerung nach oben oder nach unten geschwenkt werden, sondern diese Einstellung müssen wir vor jedem Flug händisch vornehmen. An der Unterseite der Drohne befindet sich außerdem ein SD-Karten-Slot, wo ihr dann eure SD-Karte einführen könnt. Ich verwende eine 16 GB Speicherkarte und diese funktioniert mit der Drohne einwandfrei. An der Vorderseite der Drohne finden wir außerdem zwei weiße LED-Scheinwerfer. Wenn die Drohne eingeschaltet ist, leuchtet hier am Akku eine blaue LED. Diese zeigt allerdings nicht den Ladestatus des Akkus an, sondern zeigt einfach nur an, dass die Drohne eingeschaltet ist. Das darf nicht verwechselt werden mit den Akkus anderer Hersteller, wo wir dann hier genau sehen, wie voll der jeweilige Akku noch ist. An der Rückseite der Drohne finden wir außerdem den Akku, der sehr einfach rein und wieder herausgenommen werden kann. Der Akku wird hier über diesen USB-Anschluss aufgeladen. Die Ladezeit beträgt ca. 60 bis 70 Minuten, je nachdem, was ihr für ein Ladegerät verwendet. Dafür können wir jedes beliebige USB-Ladegerät einsetzen. Mit einer vollen Akkuladung sollen wir eine Flugzeit von 7 bis maximal 9 Minuten erreichen können. Ob der Quadrocopter das tatsächlich in der Praxis erreicht, zeige ich euch später. Im Lieferumfang ist standardmäßig nur ein Akku enthalten. Ich habe mir direkt für 13 Euro noch einen zusätzlichen Akku gekauft. Wenn wir mit der Drohne rausfliegen gehen wollen, müssen wir noch Folgendes sicherstellen. Wir müssen schauen, dass der Akku drin ist. Der Akku muss geladen sein. Anschließend können wir die Drohne einschalten. Wenn die Drohne wie jetzt noch blinkt, ist die Fernsteuerung mit der Drohne noch nicht verbunden. Damit wir diese Verbindung herstellen können, müssen wir den linken Steuerknüppel nehmen und diesen einmal nach links unten ziehen. Zack! Jetzt hat die Drohne auch aufgehört zu blinken und jetzt können wir uns auch sicher sein, dass die Fernsteuerung mit der Drohne verbunden ist. Anschließend müssen wir uns noch mit dem WLAN-Signal der Drohne verbinden. Dazu geht ihr ganz einfach in die WLAN-Einstellungen eures Handys und wählt das Netzwerk der Drohne aus. Das besitzt kein Passwort, sodass ihr einfach auf Verbinden klicken könnt. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, könnt ihr danach die App öffnen. Hier müsst ihr nochmal ganz kurz auf Play klicken. Jetzt befindet ihr euch im Cockpit der Drohne. Wenn wir die Drohne über die Trim-Tasten einmal ordentlich kalibriert haben, dann steht diese wirklich sehr ruhig und entspannt in der Luft. Die Drohne besitzt kein GPS und auch keine Unterbodenkameras, sondern einzig und allein ein Barometer. Das Barometer leistet in der Praxis wirklich sehr gute Arbeit. Die Drohne kann ohne weitere Probleme ihre Höhe halten. Sogar wenn sich die Drohne sehr schnell um die eigene Achse dreht, kann die E58-Drohne ihre Ausgangshöhe halten.
Natürlich muss man an dieser Stelle trotzdem sagen, dass es eine Einsteigerdrohne ist und das Flugverhalten natürlich nicht zu vergleichen ist mit einer professionellen Drohne, wie zum Beispiel der Mavic Pro. Hinzu kommt außerdem, dass die Drohne mit knapp 100 Gramm Abfluggewicht ein wirkliches Leichtgewicht auf dem Drohnenmarkt darstellt. Kleineren Windböen kann die Drohne auf jeden Fall trotzen, dennoch sollte man vorsichtig sein, wenn draußen Wind geht. Die Drohne besitzt drei unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellungen. Hierbei können wir einstellen, ob die Drohne mit 30%, 60% oder 100% Motorleistung fliegen soll. Wenn ihr Indoor fliegt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mit einer Motorleistung von nur 30% zu fliegen. Wenn ihr allerdings draußen unterwegs seid, dann könnt ihr natürlich auch Vollgas geben und 100% einstellen. Die Flugzeit beträgt in der Praxis ca. 6 bis 8 Minuten, je nachdem, wie stark ihr die Drohne beansprucht und welche Wetterbedingungen vorliegen. In der App gibt es leider keine Anzeige, wo ihr ablesen könnt, wie voll der Akku noch ist. Wenn die weißen LEDs an der Vorderseite oder die rote LED an der Rückseite der Drohne blinken, dann zeigt euch die Drohne damit, dass der Akku leer ist. In diesem Fall versucht die Drohne sofort zu landen. Hierbei müsst ihr in der Praxis aufpassen, dass ihr nicht gerade über einem Haus oder einem anderen Objekt fliegt, wo die Drohne nicht landen kann. Ich zeige euch jetzt mal den Schwerkraftmodus und zuerst bringen wir die Drohne in die Luft. Zack. So, und wie wir jetzt sehen können, kann ich die Drohne durch die Neigung meines Handys steuern. Die Drohne driftet jetzt, wackelt ein bisschen, das kommt aber dadurch, weil hier bei mir gerade sehr viel Wind ist. Aber generell kann man auf jeden Fall sagen, dass dieser Flugmodus sehr, sehr cool und zuverlässig funktioniert. Wenn ich also jetzt das Handy nach rechts neige, nach links, nach hinten, nach vorne, die Drohne setzt genau das sofort um, was ich ihr über meine Fernsteuerung, also mein Handy sozusagen, auf den Weg gebe. Die Videoaufnahmen sind wenig spektakulär und werden auch immer etwas verwackelt sein, da die Drohne über keinen Gimbal verfügt, der die Filmaufnahmen stabilisiert. Bei guten Lichtverhältnissen kann man trotzdem die ein oder andere schöne Aufnahme einfangen. Videos werden mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln mit 20 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Die Videos werden außerdem im MP4-Format abgespeichert. Die Drohne bringt keine automatischen Flugmodi wie zum Beispiel Point of Interest oder Droney mit. Trotzdem habe ich mal versucht, die Drohne um mich kreisen zu lassen und den Flugmodus Point of Interest nachzuahmen. Mit ein bisschen Übung funktioniert das auch schon sehr gut, sieht natürlich bei Weitem noch nicht so gut und spektakulär aus, als wenn das eine DJI-Drohne professionell ausführen würde. Egal wie gut oder schlecht das Ganze auf Anhieb funktioniert, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, sich mit der Drohne in der Praxis auszuprobieren. Besonders Einsteigerpiloten können mit diesem Modell ihre Flugfähigkeiten Stück für Stück verbessern. Bei den hier gezeigten Aufnahmen habe ich mal den Flugmodus Droney, den wir sonst nur von DJI kennen, nachgeahmt und bin mit der Drohne in der Höhe gestiegen und habe mich von mir entfernt. Auch das sieht natürlich noch lange nicht so schön und spektakulär aus, als wenn das eine professionelle Drohne durchführt, aber Einsteigerpiloten können sich mit diesem Modell wirklich austoben. Wenn du wissen möchtest, wie die Mavic 2 Pro das Ganze in der Praxis umsetzt, klicke jetzt auf die Infokarte oder auf den Link in der Testbeschreibung, dann gelangst du zu meinem Mavic 2 Pro Testbericht. In der App gibt es keine Anzeige, die uns darauf hinweist, wie hoch oder wie weit weg die Drohne gerade fliegt. Deswegen habe ich meine Mavic Pro in die Luft gestellt und in unterschiedlichen Höhen als auch Distanzen die Ischien direkt daneben platziert und geschaut, ob das Funksignal noch da war und ob sich die Drohne noch gut und verlässlich steuern lässt. Das Ergebnis des Tests war, dass ich die Drohne bis zu einer ungefähren Entfernung von 50 Metern noch relativ gut unter Kontrolle hatte. Bei einer Höhe von knapp 25 bis 30 Metern hatte ich die Drohne auch noch gut unter Kontrolle. Diese Werte sind allerdings nicht als fix zu betrachten, da es sehr viele Parameter gibt, die einen Einfluss auf das Verbindungssignal haben können. Beachtet hierbei aber immer, dass wenn die Drohne das Signal zur Fernsteuerung verlieren sollte, es sein kann, dass die Drohne abdriftet. Fliegt deswegen am besten immer in offenem Gelände, wo es keine Hindernisse gibt, die den Flug der Drohne beeinträchtigen können. Die Drohne besitzt eine automatische Return-to-Home-Funktion. Nach mehrmaligen Testen ist die Drohne jedoch nie von alleine zum Startpunkt aus zurückgekehrt. Dieses Feature funktioniert in der Praxis also leider nicht gut. Das ist jedoch auch keine zu große Überraschung, da die Drohne über kein GPS verfügt. Und für diesen Preis habe ich auch wirklich nicht erwartet, dass das 1A in der Praxis funktioniert. Eine weitere coole Funktion ist, dass die Drohne Flips links als auch rechts herum durchführen kann. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass die Drohne nach jedem Flip etwas an Höhe verlieren kann.
Das Ganze macht sehr viel Spaß und ist besonders für Einsteigerpiloten ein cooles Feature. Die 2-Megapixel-Kamera nimmt Fotos mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel auf. Außerdem werden die Bilder im JPEG-Format abgespeichert. Die Drohnenkamera eignet sich auf jeden Fall dazu, den ein oder anderen Schnappschuss festzuhalten. Dennoch solltet ihr keine zu großen Erwartungen an die Qualität der Bilder haben. Damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt, wie gut oder schlecht die Qualität der Fotos tatsächlich in der Praxis ist, könnt ihr auf meiner Webseite 2 Fotos runterladen. Den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Wie wir gerade gesehen haben, sind die Foto- und Videoaufnahmen dieser kleinen Drohne hier nicht besonders gut. Das ist allerdings für diese Preisklasse auch keine zu große Überraschung. Die E58 ist und bleibt ein Einsteigermodell und ist in keinster Weise zu vergleichen, zum Beispiel mit der Mavic Pro oder der DJI Spark. Was wir bei dieser Drohne für einen Preis, der zwischen 40 bis 50 Euro liegt, alles geboten bekommen, das ist wirklich außergewöhnlich. Wenn wir die Schienen in der Luft einmal über die Trimmungstasten hier auf der Fernsteuerung auskalibriert haben, dann ist das Flugverhalten wirklich sehr gut. Die App funktioniert zuverlässig und stürzt so gut wie nie ab. Die Drohne ist sehr stabil und verzeiht euch auf jeden Fall den ein oder anderen Crash. Was mich jedoch am meisten beeindruckt hat, sind die ganzen Flugfunktionen, die wir bei dieser kleinen Drohne vorfinden. Wir haben den Headless-Modus, wir können mit der Drohne Flips durchführen, wir können die Drohne per Sprachsteuerung steuern, das ist also wirklich außergewöhnlich für diesen Preis. Und wir können die Drohne intuitiv im Schwerkraftmodus mit unserem Handy steuern. Wenn wir also unser Handy nach links neigen, dann fliegt die Drohne nach links. Wenn wir unser Handy nach vorne neigen, fliegt die Drohne nach vorne. Das sind also alles Sachen, die wir bei einem vergleichbaren Modell in dieser Preisklasse fast nirgendwo vorfinden. Ich für meinen Teil bin mit der Ishin E58 Drohne wirklich rundum zufrieden. Und ich muss auch sagen, dass dieses Modell in dieser Preisklasse mein neuer persönlicher Favorit ist. Wir bekommen einfach sehr viel Drohne zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Einsteigerpiloten sollten meiner Meinung nach an dieser Stelle auf jeden Fall zuschlagen. Wo ihr die Drohne kaufen könnt, das erfahrt ihr außerdem auf meiner Webseite. Ich packe euch außerdem einen Link in die Videobeschreibung unter das Video. Falls du Fragen zur Ishin E58 hast, zu anderen Drohnen, zu Actioncams, zu Hoverboards oder auch zu Elektroscootern, nutze wie immer das Kommentarfeld unter dem Video. Ich helfe dir gerne weiter. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst und natürlich auf die Glocke drückst, damit du auch das nächste Mal eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.